Ja, einen wunderschönen guten Morgen bei uns aus dem Allgäu. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin der Thorsten Gerstmann, Betreiber eines kleinen Landhotels mit Restaurant im Allgäu. Und ich habe in den vergangenen Monaten ein paar Videos ins Netz gestellt, um einfach zu erklären und aufzuzeigen, wie es aktuell in der Basis läuft. Wenn ich natürlich heute früh die Zeitung aufmache oder gestern Abend schon gelesen habe, dass die Hilfen eingestellt werden, also die Novemberhilfe, Dezemberhilfe, die Überbrückungsgelder, auf die noch einige Einzelhändler und Gastronomen warten, da hier Betrugsfälle sind, dann muss ich doch sagen, liebe Bundesregierung, liebe Landesregierung, wie blöd seid ihr eigentlich? Also da fehlen mir die Worte. Warum war es nicht möglich, diese Auszahlungen über die Finanzämter zu machen? Ich bin registriert. Ich zahle meine Umsatzsteuer, meine Gewerbesteuer, meine Körperschaftssteuer, meine Kfz-Steuer, meine Lohnsteuer, meine Einkommensteuer und, und. Und da habe ich ein Konto. Und auf dieses Konto, wo ich meine Steuern zahle, gehe ich mal davon aus, dass man auch die Gelder zurückzahlen kann, beziehungsweise Gelder einzahlen kann seitens des Finanzamts bezüglich dieser Hilfen. Aber nein, was macht's ihr, so blöd wie ihr seid? Es sind fingierte Betriebe da, die beispielsweise meinen Namen nehmen, füllen die Anträge auf und nehmen dann ihre Kontonummer. Nicht meine, denen ihre. Und sie sind so blöd und überweisen diese Gelder. Also da muss ich echt sagen, wie dumm kann man sein. Verstehe ich nicht. Herr Wirtschaftsminister, Herr Finanzminister, danken Sie ab. Ganz einfach, ganz schnell. Zu unserem Sparen, da ist Hopfen und Malz verloren. In der Pressekonferenz die Tage sagt er nochmal, es sind genügend Schnelltests, Soforttests da. Millionen können abgerufen werden. Nur in diesen Schnelltestzentren haben wir gar nicht das Personal, um diese Millionen zu testen. Auch hier sieht man die Intelligenz. Aber halt nein, er spricht ja nicht von Intelligenz oder sonst was, sondern Kreativität ist gefragt. Herr Spahn, Sie sind so kreativ, gehen Sie am besten in eine Kreativwerkstatt, wobei auch das werden Sie wahrscheinlich nicht hinkriegen. Impfen versaut, also komm, brauchen wir uns gar nicht mehr weiter drüber unterhalten, Sie wissen selber, was Sie alles verbockt haben. Herr Spahn, danken Sie ab, ganz schnell. Zu Frau Merkel, die ist momentan ganz tief unten, ganz tief, von der hört man nichts mehr, wie so eine kleine Untergrundskämpferin, ja, ist auch besser so, weil sie merkt, dass die Luft enger wird bei ihr und das Amt läuft eh bald aus. Und Frau Merkel, bleiben Sie im Untergrund, sodass Sie dann vielleicht noch dann zur nächsten Bundestagswahl sagen können, jawohl, ich übergebe. Sie müssen nicht abdanken. Wir brauchen Sie eh nicht. Also kein Problem nicht. Und jetzt kommen wir zu unserem Herrn Söder. Herr Söder, und ich habe Ihnen versprochen, ich werde politisch. Und in diesem Fall, jetzt reden wir beide mal bayerisch. Sie bezeichnen und beschimpfen uns, die wir anders denken, weil wir eine andere Meinung haben, weil wir hinterfragen, als RAF-Terroristen. Das waren Ihre Worte. Wir müssen unter staatlicher Aufsicht, der Verfassungsschutz, uns, Kleinunternehmern, Familienväter, die wollen Sie unter Beobachtung stellen. Sie sollten mal lieber in Ihrer eigenen Partei und auch in der CDU und CSU mal vielleicht den Verfassungsschutz ansetzen. Weil das, was Sie derzeit hier bringen in Deutschland, das ist die größte Frechheit überhaupt. Das sage ich Ihnen mal. Und Sie sind es aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, gar nicht, Sie haben nicht mal die Würde dafür. Sie haben gar keine Würde mehr. Weil Sie die bayerische Tradition des Stammtisches, der Vereine mit Füßen treten, das sind Sie, der das macht. Früher war man stolz, wenn man gesagt hat, ich wohne in Bayern. Jetzt muss man sich schon fast schämen. Und wenn ich von Tradition rede, ich bin ein alter Wirtssohn. Ich bin in der Gastronomie geboren. Ich weiß, was ein Stammtisch ist.
Ich habe meinen ersten Schubladler wahrscheinlich mit 3 gemacht. Meinen ersten Walzer habe ich wahrscheinlich mit 4 getanzt. Nur was Tradition ist und heißt, davon sind Sie weit entfernt, aber ganz weit. Herr Söder, auch Ihnen sage ich, packen Sie Ihren Kram und verlassen Sie das Ministerium, aber am besten ganz, ganz schnell. Ich kämpfe um meinen Betrieb. Ich habe am 24.01. eröffnet. Ich habe 6 Monate Lockdown hinter mir. Mir geht's völlig beschissen. Aber noch bin ich da. Und solange wie ich da bin, werde ich meine Meinung vertreten, die ich will und wie ich sie will. Und da können Sie mir mit solchen Drohungen, mit RAF und Würde und so einen Scheißdreck nicht im Ansatz das Wasser reichen und Sie können mir auch den Saft nicht ausdrehen. Das verspreche ich Ihnen. Ich kämpfe bis zum Schluss, das habe ich Ihnen gesagt. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen Tag. Nachbrenner habe ich noch. Dass sie das nicht geschafft haben, mit diesen Hilfen, das ist genauso blöd wie der Maut. Wisst, die Österreicher, bei den Schweizern, da gibt's ein Pickerl, das klebt man vorhin hin. Da brauche ich kein großes Toll-Collect und so einen Scheißdreck. Da brauche ich keine digitale Erfassung und was weiß ich was. Ein Aufkleber, den gibt's beim ADAC und bei jeder Tankstelle. Und dann wäre das Thema durch gewesen. Aber genauso blöd wie ihr da wart, genauso blöd seid ihr jetzt mit diesen Auszahlungen der Überbrückungshilfen und eurer angepriesenen Hilfen, was keine Hilfen sind, sondern es ist ein Teil einer Entschädigung für uns Einzelhändler, Gastronomen, Hoteliers und so weiter und so fort, alle wie wir da sind. Pfiat euch. Servus.